So, ihr habt nichts verpasst. Cotsworth und ich machen uns jetzt hier auf Richtung dem Raider Camp, wo wir natürlich mal wieder als General die ehrenvolle Aufgabe haben. So ist es richtig. Hier mal wieder um. Ist das was? Ein Hirnpilz. Hirnpilz, lecker. Um uns natürlich mal wieder den Raider Gesocks anzunehmen. Der ist doch schöner. Aber dann nehme ich doch lieber wieder den Hirnpilz. Den kenne ich. Und ich habe so das Gefühl, der schaut schon wieder gefühlt so genauso aus wie die erste Aufgabe, wo ich so viel Raider besiegen musste. Wenn es dieses Areal da vorne ist. Ich hoffe mal, dass es diesmal ein bisschen kleiner ist, überschaubarer und nicht so, ja, so extrem geballer. Weil ich dachte, man sollte das nicht so viel schießen müssen können tun. Aber wie gesagt, das ist ja dann doch sehr, sehr reichlich vorhin gewesen. Oh, was kommt denn da? Da muss ich mal ein bisschen aufpassen. Die Mutterbeere klaue ich. Gibt's hier sonst noch was? Ne. Schädel ohne Kiefer. Das ist ja nicht mal zum Ausstellen. Spüllappen brauche ich alles nicht. Okay, nichts Cooles. Wir gehen weiter. Ist das hier schon der Backstreet Apparel? Ah, toll, da kommt es schon. Ich habe so ein schlechtes Bauchgefühl. Aber ich bin ja froh, dass Tag ist. Ich glaube, das sind so Missionen, die würde ich in der Nacht gar nicht machen. Wo? Wo? Okay, Schüsse da in der Ferne, die interessieren mich erstmal nicht. Ich kümmere mich um die Aufgabe, die mir obliegt. Mein Radiometer geht noch. Bin jetzt echt gespannt, wo es jetzt auftaucht. Okay, jetzt komme ich dem langsam näher. Und auch die Schüsse werden gefühlt immer lauter. Nee, da ist nix. Oh, oh, ich bin gleich da. Ich komme in Frieden. Wenn das jemand hört, ich bin hier einfach nur da, weil ich einfach in Frieden kommen wollte. Warum stirbt er nicht? Raider Abschaum. Ah, Gott, ich brauche wieder was Stärkeres zum Schießen. Das ist echt ein so krasses Ballerspiel, kannst mir sagen, was du willst. Wie viel Schaden machst du denn? Ja, wir nehmen die gute alte Minigun dafür. Das ist einfach dafür ideal. Leider habe ich bald keinen Schuss mehr damit. Das heißt, ich kann es mir bald leider nicht mehr so leicht machen. Das ärgert mich so ein bisschen. Wo ist schon wieder ein Geschützturm? Erstmal nehme ich von dem, was ich brauche, scheinbar nur die Munition. So, da war doch schon. War doch schon wieder so ein gedumpfer Geschützturm. Verstehe ich jetzt nicht. Was, auf wen oder was gehst du denn? Ach, jetzt da. Sag's doch. Warum hat der nicht auf mich geschossen? Billardkugel, Schlagregen, Leder. Sag jetzt, du hast nicht mal Munition dabei. Was bist denn du für ein Raider, ey? Ich will da nicht rein. Ich bin echt ein Schisser. Und ich war, eigentlich ist es echt kein Spiel, wo ich sag, das geht jetzt irgendwie, ist jetzt Horror oder so, aber.
So, ich hol mal eine Granate. So, einer weniger. Ich sehe wegen dem Scheinwerfer nichts. Alle Skelette. Modische Brille. Den ausmachen. Oha. Cotsworth, du bist der Beste. Mit dir läuft es wie geschmiert. Kronkorken, Patrone, Stimpack. Ich glaube, mit Taschen habe ich schon. Ich nehme sie mal mit. Sicher, sicher. Okay, ich glaube, da hinten ist jemand. Aber das, wie gesagt, das Ärgerliche an dieser Kanone, dass ich da immer so schnell leer bin. Ich glaube, die könnte Spaß machen. Oh. Schau mal, ob ich da irgendwas Cooles finde. Cool. Was ist denn ein Stealth-Boy? Ich habe keine Ahnung, aber Stealth-Boy habe ich noch nie hier irgendwo gewesen. Deswegen nehmen wir den mal mit. Okay, die sind also alle dahinter. Sehr gut. Also die Kanone ist auch nicht so, wie ich mir erwartet. Ich hatte ja irgendwie sowas mit richtig viel Wumms erwartet, aber nee. Da gehe ich doch wieder auf die. Und ich nehme mal wieder so ein gutes Stimpack. Am besten sogar zwei, weil man weiß ja nie. Lightbar verschweißt. Das klingt gut. Das klingt so, als ob ich es auch brauchen könnte. Auf jeden Fall habe ich meine Mission schon erfüllt. So. Das knacke ich sicher nicht. Das schaffe ich so nicht, ohne hier einen besseren Skill zu haben. Automatikpistole. Kronkorken. Verschweißt, das hört sich alles besser als das, was ich trage, muss ich gestehen. Ich glaube, ich muss da echt nochmal hoch. Da oben, da ist mir zu viel, aber ich will mal gucken, ob ich da nicht was ausrüsten kann. Wo ich sage, das macht mich jetzt echt besser. Ich glaube, das mit dem Outfit drunter und dann. Vielleicht war auch so Raider-Rüstung. Na okay, alles klar. Da gibt's. Oh, die bringt viel. Weil was will ich denn? Brauche ich AP? Ist die Frage. Dann könnte ich sonst die nehmen. Hab 5 AP und ansonsten 6 und 4. Da kriege ich nur Resistenzen. Das kann ich leider nicht anziehen. Eine Sackkapuze gibt wenigstens Resistenzen. Ich
glaube, sonst bin ich recht gut ausgestattet. Ja, ich glaube, sonst passt das alles so. Kann ich mich jetzt hier weiter mal den anderen kümmern. Was sagt denn eigentlich hier mein Daten? Aha, es soll schon zu den Siedlern in der Oberlandstation, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Ja. So viel zum Thema. Naja, bis ich tot bin, mein Freund. Da dauert schon noch ein bisschen. Warum stirbst du nicht endlich? Ja, weil ich eigentlich recht wenig Lust drauf habe, gebe ich ganz ehrlich zu. Naja. Du kommst mir jetzt... Oh, Meister. Das schaffe ich natürlich nicht mit meinem Anfängerskill. Stimpack. Grundkorb. Hundefutter. Weiß nicht, ob meiner das frisst. Schrank ist nix. Springmesser. Alles nicht so toll. Na, wie gesagt. Ich will hier schauen, ob ich da noch irgendwas ganz Tolles finde. Aber man weiß es ja nicht. Eine Sicherung kann ich immer gebrauchen, das weiß ich. Ah. Jetzt wird gehamstert. Hallo, ich brauch dich mal. Wo bist du? Wenn ich da hochgehe, ist er doch eh bei mir, oder? Davon geht es einfach mal stark aus. Ob das jetzt so clever ist, weiß ich natürlich nicht. Wenn eigentlich da schon da steht, geh doch mal zurück. Aber jetzt habe ich wenigstens ein Ziel. So. Fancy Let's Kuchen. Kurzzeug. Das gebe ich mal dir. Haarklammern behalte ich. Du Blume Info. Chat, das gibt's wieder für die Alte, dann ist sie wieder schön high. Ich kann eigentlich alles, was ich eh nicht trage, mal ihm geben. Machete muss ich mal schauen, ob ich das ausrüsten kann oder ob das dann immer gleich das Ding ersetzt. Der ist aber schwer, der Polunder. Auch die Batterie. Immer noch interessieren, was, aber er ist auf jeden Fall wertvoll, der Stealth Boy. So, ich habe auf jeden Fall wieder Platz. So, jetzt sagen sie, ich soll da rein. Okay. Dann gehen wir doch da nochmal rein, aber eigentlich steht doch da, ich soll zum... Verstehe jetzt nicht. Ich gehe jetzt da mal hin, ob ich da jetzt irgendwas finde, was ich vielleicht... 23 und runter, steht ja da. Jetzt machen wir mal wieder, was das Spiel sagt. Dem Forscherdrang... ist genüge nachgekommen worden. So, und das sagt hier, da, Tür. Aber, ne, da ist nichts. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So, gucken wir mal. Die Ladezeit. So, jetzt glaube ich, kann man ganz offiziell zurückkehren. Eine Schnellreise zur Oberlandstation.
Hallo. Jemand zu Hause? Da bist du. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, ja. Das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach übrigens, wir haben noch mal geredet und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Na also. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Das wird den Preston aber sowas von freuen. Scheint wirklich was zu werden. So, ich bediene mich nur so ein bisschen, gell? Also ab zurück zu Preston. So, wo ist eigentlich hier der Starlight Drive? Was, da sind schon zwei Leute? Das muss ich mir mal angucken. Wieso sind da schon zwei Leute? Da ist ja nicht mal was, wo man schlafen kann. Aber ich kann mir mal das General vorstellen. Das klingt nach einer coolen Waffe. Gleisbolzen und sogar... Oh, ist es dunkel. Ich mag es dunkel nicht. Aber die scheinen da drin zu sein. Ja, mach mal zu, ist hier so unangenehm sonst. Wo sind denn die Leute hier? Schaut so, als ob eigentlich da niemand da wäre. Vielleicht sind die da wirklich da drin. Da stand doch zumindest zwei Leute. Von hier oben sehe ich aber auch nichts. Nö. Also keine Ahnung, wo da die zwei Leute sein sollen. Das erklärst mir vielleicht mal bei Zeiten. Da ist einer! Da ist einer! Ich bin hier der Chef! Was? Warum ist hier so viel Strahlung? Ach, da ist Strahlung. Jungs, da ist Strahlung, geht da weg. Ach, der rennt da ganz gechillt vorbei. Ihr seid ja auch lässige Kerle. Nein. Jetzt muss ich mir wieder so ein Ding einschmeißen. Red away. Gibt's eigentlich, ist das das Einzige, wo man Red wegmacht? Sieht so aus, gell? Weil alles andere gibt nur ein bisschen Red dazu, aber... Oder Strahlung widerstehen, aber dass es wirklich weggeht, macht hier nur Red Away. Also brauche ich von dem Red Away effektiv gesehen definitiv mehr Zeug. Jo. Nein, geh da, komm hierher. Na, ihr seid doch doof. Ich mach dich fertig, ey. Komm doch jetzt mal, ich will noch mit dir labern. Hallo. Ja, genau. Hi. Hi. Ich bin neu in der Gegend. Ich wollte mich mal vorstellen. Wir haben dein Radiosignal gehört und wollten es mal probieren. Nicht gerade das Paradies, aber wo gibt's das schon? Mit harter Arbeit könnte es hier irgendwann ganz okay sein. Ja, wenn man da soll diesen... Soll ich irgendwo mit anpacken? Ja, ich zeige es dir. Okay. Schaue ich nicht nett aus? Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ja, komm mal hier ein Stück näher, bitte. Ach, das ist mir doch zu doof, ey. Dann macht ihr halt eure Siedlung allein. Ich gehe mal in eine schöne Siedlung. Da, wo es den Leuten gefällt, wo es mir auch gut gefällt. Und weg. Scheiß verstrahltes Pack da. Die rennen da am Atommüll vorbei, als ob es nix wäre. So. Was geht hier so ab? Ich kann mir hier so ein bisschen pflanzen. Ich habe ja ganz viel Zeug. Eigentlich hätte ich bei den anderen pflanzen können. Aber nein, die anderen mochte ich nicht. Die haben ja
mich nicht. Ich hätte dem was gegeben, aber so nicht. Da, hier. Jetzt. Ihr kriegt's noch Essen. Euch mag ich. So, ihr habt Essen. Wo ist denn Preston? Wenn er mich jetzt wieder auf die nächste Mission schickt. Da ist er ja. Hallo, mein Freund. Ist gut bei dir? General? Ich habe die Raider erledigt, die die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Aha. Wo ist er jetzt hin? Das war ja lustig. Ach ja. Schläfst du jetzt etwa? Alter, ich habe gerade mit dir gesprochen. Ich habe die Raider erledigt, die die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Das ist nicht dein Ernst. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Kack und dreist. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Wie üblich habe ich noch was, um was du dich kümmern könntest. Lass mich raten. Wir können endlich an mehr als nur das Überleben denken. Wir sind so groß geworden, dass es schwierig ist, die Kommunikation mit allen Siedlungen aufrechtzuerhalten. Ja. Das ist ein schönes Problem. Und ich habe auch gleich eine Lösung dafür. Ja. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Burg zurückzuerobern. Sie war früher das Hauptquartier der Minutemen, lange vor meiner Zeit. Gut befestigt. Zentral gelegen und, was am wichtigsten ist, mit einer starken Funkanlage ausgestattet, mit der wir das gesamte Commonwealth erreichen. Lass mich raten, ganz viele Raider. Was ist denn mit dieser Burg passiert, wenn sie doch so gut befestigt war? Das war lange vor meiner Zeit. Aber ich habe gehört, dass irgendeine Art Monster aus dem Meer gekommen und das Fort zerstört haben soll. Nicht dein Ernst. Viele der Anführer wurden in dieser Schlacht getötet und ich schätze, dass niemand das Risiko eingehen wollte, die Burg zurückzuerobern. Ich habe mich immer gefragt, ob der Verlust der Funkanlage der Beginn all unserer Probleme war. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Ja, mach mal. Machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Das kann ja was werden. Ich sehe mich ja jetzt schon irgendwo sterbend gegen Nessie kämpfen. Aber gut. Was tut man nicht alles für die Sache? Das ist ja auch der naheliegendste Weg, muss man ja sagen. Ab zur Burg. Yay, ich freue mich. Ihr hört es ganz stark an meiner Stimme. Könnte natürlich auch eine geile Mission sein. Ich hoffe mal, dass es Tag ist. Ach, Tag ist schon mal gut. Oh, da sind... Natürlich ist da... Sir, irgendetwas Gutes gefunden. Ich dachte lustigerweise, da sitzt jemand. Oh oh. Ich brauche andere Waffen. Der Schaden, wo ist denn hier? Da. Nicht Leuchtvisier. Ist das überhaupt ein Gegner? Ist doch gar keiner, oder? Ne, das ist ja nur eine Statue. Geil, ich habe von der Statue Angst. Aber da ist was. Was? Was? Boah, ist doch nicht dein Ernst. War wohl nichts. Hey. Weiter geht's. Zugriff. Machen wir einen kurzen Prozess, ja? Ausschalten. Nein, ich dachte mir, jetzt schaffe ich's. Der war so knapp. Das war der letzte Schuss und ich habe ihn tot gehabt. Der schießt auch mit dem Raketenwerfer.
Den will ich. Den hole ich mir jetzt. Das ist mein Raketenwerfer. Das weiß er nur noch nicht. Was ein Sack. Raketenwerfer. Geht's noch? Bisschen hart übertrieben, oder nicht? So. Ich schwöre, ich hole mir den Raketenwerfer. Das ist das Letzte, was ich tue. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für diese Folge, noch den Raketenwerfer zu organisieren. Der hat keine Rakete getroffen bis dahin. Und die letzte Rakete, bevor er tot ist, trifft er. Ja, in vielen Siedlungen bieten Ärzte... Ja, ich habe lustigerweise noch keine einzige Siedlung gefunden, wo ein Arzt sich angeboten hat. Naja. Wie gesagt, auf ein neues. Oh, jetzt ist sie aber ganz schön duster. Ist ja klar, dass jetzt duster ist. Was? Ich habe keine Zelle mehr? Ich habe doch vorher... Ach, wahrscheinlich war die Fusionszelle, die ich noch im... Warte mal, wie viel Schaden macht die denn? Die macht 10 Schaden? Ich dachte, die macht viel mehr. Dann nimm halt das. Ich hol mir jetzt eine Raketenwerfer. Ich hol mir jetzt eine Raketenwerfer. Oh, do die day. Du stirbst noch auch heute so, heute vor. Der Supermatant muss heute sterben. Wo ist er denn jetzt hin? Ah, da kommt er. Oh, so, jetzt nehme ich irgendwas Schnelleres. So, und die sitzen da oben alle wahrscheinlich, so wie die da labern. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Ein Geräusch. So, lass mich raten, der Raketenwerfer hat keinen Schuss. Oh Gott, ich will auch endlich mal eine geile Waffe haben. Aber gut. Naja, dann haben wir jetzt mal zumindest den Raketenwerfer bekommen, allerdings noch ohne Schuss. Vielleicht finden wir ja bald was dafür. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.